Ja, servus Leute und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. So, wir wollen heute gucken, dass wir die Apotheke in den Griff kriegen, ne? Wir machen hier die Möglichkeit, einen Tresen zu machen. Ja, würde ich sagen. Apotheke wird hier auf jeden Fall aufgebaut werden. Wir machen Tresen. Tresenrad machen wir auf jeden Fall. Ne? Dass wir das auf jeden Fall haben hier. Hier machen wir eine Wand hin. Beziehungsweise eine Türe. Dann brauchen wir den Tresenabgabe. Machen wir einen Tresen rechts, Tresen links, Tresen, Apothekentresen da. Ne? Ich denke mal, das wird so in Ordnung sein. Wir versetzen das, glaube ich, nochmal. Wartet. Das haben wir weg. Das haben wir dahin. Das haben wir dahin und das haben wir dahin, ne? Dann machen wir hier nämlich einen Tresen links. Ja, ist sowieso egal. Weil wir machen hier eine Wand hin. Passt auf, wir machen hier eine Wand hin und Fenster rein, ne? Das wäre eine coole Idee. So, da. Dann machen wir natürlich noch die Wand ordentlich. Machen wir die Wand noch ordentlich. Genau. Und dann machen wir hier Fenster rein, Leute. Das wäre eine coole Sache. Glastür, kein Zutritt. Dann machen wir hier eine Glaswand groß. Das wäre eine coole Sache, ne? Große Glaswand. Cool. Das würde nicht gehen, ne? Machen wir auch eine große Glaswand. Glaswand klein. Ja. Fenster groß brauchen wir hier nicht, ne? Ne, das würde ich erstmal lassen. Wie sieht das aus, ne? Ist die Frage, wie sieht das aus, ne? Sieht, glaube ich, doof aus, ne? Ja, lassen wir, glaube ich, erstmal. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Können wir hier was machen? Nee, ne? Wir versuchen es mal. Jetzt im Prinzip erstmal nur ein Test, ne? Ja, jetzt ist sie in der Wand vor. Wenn wir jetzt hier Fenster vormachen. Ne, das ist doof. Ne, das funktioniert nicht, ne? Ne, ich hatte gedacht, so eine kleine Durchgabe oder sowas, ne? Ne, aber das ist nix. Okay, egal. Aber so sieht ganz in Ordnung aus, ne? Ich glaube ja. Okay. Gut, dann machen wir auf jeden Fall hier 2, 3 PCs hin. Wird sogar mehr PCs machen, ne? Bürosessel. Dann machen wir den Boden ordentlich. Dann sage ich mal, wir machen hier farbigen Boden in kleinen Kacheln. Und zwar einmal in Blau hier vorne. Und in Grün dann hier hinten. So, ich glaube, das sieht schon mal ganz geil aus, ne?
So, dann machen wir einen Abstellraum hier rein. Ja, machen wir einen Abstellraum hier rein. Für die Verwaltung. Abstellraum, genau, hier rein. Machen wir den hier hinten. Machen wir so, ne? Passt. Ja. Dann werden wir hier das Regal reinstellen. Machen wir zwei Regale erstmal. Dann kommt natürlich eine Wand hier rein noch. Dass man das nicht so eindeutig sieht. Dann haben wir das soweit fertig. Ne? Dann machen wir noch die Regale hier. Ich glaube, das wird echt mega. Das wird echt cool werden, glaube ich. Dann brauchen wir natürlich hier noch die Möglichkeit, dieses Abgabeschild, ne? Glasschild Abgabe. Und dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus, ne? Apothekenkreuz. Machen wir eine Wand hier. So, ich glaube, das sieht ganz geil aus, ne? Nein, ja, kommt drauf an, ne? Ich denke mal, ist in Ordnung. Gut, dann wollen wir natürlich noch, dass die zufrieden sind. Deswegen stellen wir eine Blume noch ein. Die Blume sollte hier nicht fehlen, ne? Und dann sieht das Ganze doch schon wieder ganz anders aus, Leute, ne? Eine Apotheke hier drin, gar nicht mal so verkehrt. Dann können wir das Personal versetzen. Hier den Saubermacher können wir versetzen. Der kommt hier hin. Die Apothekenverkäufer kommen hier rein. Dann müssen wir gucken, dass wir das Personal dementsprechend mal hier schulen auch, ne? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, dann hätten wir die Apotheke hier aufgelöst. Das würde soweit passen, ne? So, die Apotheke ist dann dementsprechend weg. Die können wir verkaufen. Hier ist eine relativ große Apotheke jetzt entstanden. Mit viel Platz und allem, ne? Wir haben die Möglichkeit, hier sechs Leute dran zu setzen. Ne? Das ist nice. Das ist echt nice. Das heißt, den Bereich können wir hier auflösen. Den Bereich können wir auflösen. Den Bereich können wir auflösen. Abreißen. Passt das hier, ne? So, perfekt. Dann können wir die Wände abreißen. Ne? Die Blumen können wir verkaufen hier. Erstmal. Dann können wir den Weg hier ordentlich machen. Dass das auf jeden Fall ordentlich ist, ne? Aber gut. Kriegen wir hin. Die kriegen auf jeden Fall einen Korridor zugewiesen von der Verwaltung. Korridor. Wird auf jeden Fall hier sein. Erstmal, ne? Na komm, machen wir hier direkt mit, ne? Können wir später immer noch ändern. Machen die hier zumindest erstmal sauber, ne? Ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt.
Dann können die hier zumindest sauber machen, ne? Genau das. Okay. Also das hatten wir. Dann machen wir hier. Wir sagen, Auftrag abgeschlossen. Okay, was für einer? Behandle 5 Patienten pro Tag in der Chirurgie. Erhöhe tägliche Klinikpatienten auf 10. Oha. Dann würde ich sagen, jetzt kommt der Rettungswagen wieder. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Souvenirladen hin. Relativ groß. Wäre, glaube ich, ganz praktisch. Haben wir das Bett belegt hier gerade? Ja, haben wir. Das Mist. Ja, das müssen wir auflösen, ne? Erstmal. Kriegen wir aber hin. Dann müssen wir den Raum versetzen. Dann passt das, ne? Hier die Wände können wir abreißen. Sehe ich gerade. Die brauchen wir nicht mehr. Können wir abreißen. Das sieht ganz gut aus, ne? Ich hoffe, das Personal ist hier soweit auch zufrieden. Schöne Umgebung. Perfekt. Hat einen Chef. Bauch gefüllt. Bedürfnis reduziert. Perfekt, Leute. Nächster RTW ist raus. Und noch einer. Heftig. Ja, wir bauen hier komplett alles um. So wie wir es vorher geplant hatten, so wird es definitiv nicht mehr sein. Aber ja, es wird heftig, ne? Es wird definitiv heftig werden, Leute. Ich sag's euch. Aber ich denke mal, wir sind gut dabei. Wirklich. Was mit dem hier? Befragung. Macht mal eine Befragung. Bitte. Den würde ich jetzt gerne als Favoriten haben. So, okay. Pass auf, dann können wir hier direkt. Eingewiesen, Call of Duty. Jetzt gerade raus und schon ist der nächste hier drin, ne? Oh, nicht schlecht. Die TC sind definitiv überlastet, Leute, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, so kann man es ungefähr ausdrücken, ne? Egal, Leute, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. Der nächste Patient hier kollabiert, ne? Das ist gar nicht gut. Dehydration. Den will ich mal beobachten. Dann machen wir hier mal bitte definitiv eine körperliche Untersuchung erstmal. Der kriegt für die Dehydration die Hydration. Als erstes, ne? Wird erstmal stabilisiert, ne? Jetzt kriegt er dann die Rehydration. Eingriff Blutabnahme, hallo? Mach hier doch die Rehydration.
Hier ist kein Bett mehr frei, ne? TC ist überlastet. TC ist überlastet, Leute. Da ist nichts Spezielles, da ist auch nichts. Ja, toll. Ach, Leute. Wie kriegen wir das nur hin? Ne? Wie kriegen wir das nur hin? Werden wir in der nächsten Folge sehen. Die Folge ist behandelt. Der ist jetzt in dem Sinne behandelt erstmal. Kümmern wir uns in der nächsten Folge drum, dass wir den hier weiter behandeln. Zwei versteckte Symptome noch. Was könnte das alles sein? Könnten wir mal überschauen. Das ist, kann einiges sein, ne? 28 Seiten voll, ne? Achte schon. Ne? Könnte Tollwut sein, könnte alles sein, ne? Oha. Okay. In dem Sinne. Bin ich aber mal gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns. Und tschüss.